السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله wir werden eine Reihe von Unterrichten anfangen und diese Unterrichte werden nicht von einem Buch sein, sondern die sind allgemein gesammelte Unterrichte über العقيدة، بارك الله فيكم. Und بإذن تعالى wir werden über bestimmte Themen sprechen und ich werde das sozusagen sagen die Grundlagen der islamischen عقيدة oder Iman. Jedes Mal werden wir etwas nehmen über ein bestimmtes Thema, barakallahu fikum, was mit unserer Religion verbunden ist. Und zwar, barakallahu fikum, sagt man nachher erstmal, was ist eine Religion? Was ist eine Religion? Ist eine Religion eine Entwicklung menschlicher Gedanken oder ist eine Religion etwas anderes? Das bedeutet, heute und früher auch haben die, die Wissenschaftler oder die Menschen, die Gelehrten, die verschiedenen Religionsanhänger, die haben immer diese Frage gestellt. Was ist eine Religion überhaupt? Ist eine Religion eine Entwicklung von Gedanken, eine Zusammenfassung von Lebenserfahrungen und Situationen, die die Menschen gehabt haben, oder ist die Religion was anderes, barakallahu fikum? Die Religion ist eine zusammengesetzte Beurteilung, die wir von dem Herrn der Welten bekommen haben. Er hat bestimmt, was zu leisten ist, was zu machen ist und was zu meiden ist. Das heißt, diese Religion oder Ad-Din ist etwas mit Rechenschaft verbunden, etwas mit Herrschaft verbunden. Es gibt einen Herrscher, es gibt einen Herrn, der bestimmte Urteile gegeben hat, bestimmte Grenzen bestimmt hat, bestimmte Verbotene zu meiden befohlen hat und bestimmte Handlungen der erlaubt hat. Und das ist, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hat euch bestimmte Grenzen eingesetzt. Ihr dürft diese Grenzen nicht überschreiten. Hat er bestimmte Pflichten gegeben? Ihr dürft das nicht vernachlässigen. Und er hat euch Verbote bestimmt. Ihr dürft das nicht begehen. Und er sprach von bestimmten Themen nicht aus Vergesslichkeit. Er sprach von bestimmten Themen nicht aus Vergesslichkeit, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat das sozusagen gelassen. Subhanahu wa ta'ala. Aufpassen, was hier gelassen bedeutet. Das bedeutet hier, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das erlaubt, indem Allah subhanahu wa ta'ala darüber nicht gesprochen hat. Aber alles, was er gesprochen hat, das ist Religion dann. Aber diese erlaubten Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt hat, die sind allgemein für uns. Das wird zum Beispiel, du findest nicht im Koran, wenn wir über Kamera sprechen.
Findest du das Wort Kamera im Koran? Findest du diese Begriffe, die die Hadith-Gelehrten benutzen oder Fiqh-Gelehrten, Fuqaha benutzen, findest du solche Begriffe nicht? Das heißt nicht, aber dass wir nicht sagen können, Fiqh und Aqidah und Hadith. Das gehört alles auch zur Religion, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Themen nicht wörtlich erwähnt, sondern er hat Titel erwähnt. Und wenn wir, barakallahu fikum, von der Religion sprechen, dann gibt es vier Hauptthemen, die mit der Religion verbunden sind. Einmal, das sind Grundlagen der Überzeugung. Das wird mit anderen Wörtern Aqidah. Ich nehme Grundlagen der Überzeugung. Ich will nicht Glauben benutzen, weil ich mit diesem Wort nicht so einbestanden bin. Und ich möchte auch nicht direkt Aqidah sagen, weil einige Leute, die sagen, ja, wo findest du im Koran Aqidah als Begriff für den Iman? Aber die Begrifflichkeit ist kein Problem. Und deshalb bitte eine Regel lernen. Da sagt man, la mushahata fil istilah. Das wird keine Probleme bei Begriffe. Wenn du einen Begriff hast, hauptsächlich was der Sinn ist. Wenn der Sinn stimmt, dann kein Problem. Das wird Grundlagen der Überzeugung oder Iman, barakallahu fikum, Aqidah. Dann zu Religion gehört Wertesystem. Das sind diese Werte oder mit anderen Wörtern Akhlaq. Dann barakallahu fikum, zakumullah khairan, Scharia, das bedeutet Normen, Lehre, Scharia. Und natürlich, barakallahu fikum, Minhaj, das wird Methodik und Weg. Dies nennt man Minhaj. Das ist eigentlich eine Religion. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Und egal welche Religion, diese göttlichen Religionen, wenn du die nimmst, die Religionen, wirklich die Himmelsreligionen oder Bücherreligionen, wenn du nimmst, dann findest du diese vier Themen unbedingt drin. Barakallahu fikum, wenn wir das von diesen Themen ausgehen und wir wollen über Religion sprechen, dann können wir mit Sicherheit sagen oder eine Antwort geben für diese Frage, die natürlich für uns ist, was ist die wahre oder die richtige Religion für euch? Wir sagen mit Sicherheit, das ist Islam. Ohne zu zögern, ohne rot zu werden, ohne uns zu schämen, der Islam ist die Religion der Wahrheit und der Islam ist die Religion der Gerechtigkeit, weil die Grundlagen, die diese Religion hat, die sind eigentlich die gleichen Grundlagen, die die anderen Propheten auch haben. Sagt man, ja, weil eigentlich, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, alle Propheten haben die gleichen Aqidah und Akhlaq gehabt. Und alle Propheten waren Muslime. Weil wenn wir den Islam definieren würden, richtig definieren würden, was werden wir als Definition geben? Wir geben diese Definition immer. Bitte nicht Übersetzung. Die Übersetzung sagt man die Hingabe, ja? Der Islam ist die Hingabe und die Unterwerfung und so weiter. Aber al-Islam, das ist barakallahu fikum, al-Istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-khulusu من الشرك والبراءة من أهله. الاستسلام das ist die, kann man Hingabe auch sagen, استسلام oder Ergebung zu Allah mit Tauhid, das ist mit der Bestätigung der Einzigkeit Allahs. الانقياد بارك الله فيكم, das ist die Unterwerfung auch zu Allah
mit Gehorsamkeit entfernt sein von Schirk und Lossagung von den Schirkbetreiber. Das könnte man, barakallahu fikum, al-Islam erklären. Die Frage, die kommt sofort, ja, wo ist hier alles, was du sagst? Es steht sowas im Koran oder in der Sunna, ja, natürlich, al-Islam lillahi bit-tawhid, na'am. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dass wir ihn allein einzig anbeten. Al-Inqiyadu lahu bit-ta'a, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dass wir ihm Gehorsamkeit leisten. Al-Khulusu min al-Shirk, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran erklärt, wer Schirk begeht, dann wird seine Tat nicht akzeptiert. Das wird seine Tat vereitelt. Sein Werk wird vereitelt. Al-Bara'a min ahlihi, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch im Koran erzählt von Ibrahim a.s., als er zu seinem Volk gesagt hat, weil sie Schirk begangen haben, inni bara'un. Das bedeutet, Ibrahim hat gesagt, inni bara', das heißt, ich sage mich los von dem, was ihr anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, barakallahu fikum, das ist eigentlich der Islam. Und wenn man jetzt zurückkommt, ein bisschen zurück bitte, hier, ich habe gesagt, alle Propheten waren Muslime und Islam ist die Wahrheit. Natürlich, weil alle Propheten, die kamen mit dem Gleichen. Dieser Sinn war bei allen Propheten. Bei allen, barakallahu fikum, sagen wir mal. Aber was die Propheten anders gehabt haben, das waren in diesen zwei Themen. Das wird in Methodik und Weg und Normenlehre der Praktizierung. Und deshalb, wenn wir von Religion sprechen, wenn natürlich Religion als Übersetzung für Dien angenommen wird, dann ist das Al-Islam. Islam. Warum ist Al-Islam diese Religion der Wahrheit und der Gerechtigkeit? Weil diese Grundlagen, die diese Religion hat, erstens, barakallahu fikum, alle Propheten waren Muslime und Gesandte. Waren Muslime. Zweitens, Allah wird keine andere Religion außer Islam annehmen. Und das ist sehr wichtig hier jetzt, wenn man sagt, ja, was sagt ihr denn zu Jesus, zu Moses? Ja, Jesus, Moses, die waren auch Muslime. Die waren auch Muslime. Und deshalb von ihnen wird akzeptiert. Drittens, barakallahu fikum, Islam ist vollkommen. Vollkommenheit. In allen Themen. Man sollte uns ein Thema nur bringen, dass der Islam nicht die Vollkommenheit hat. Ja, lass mal diese Sachen, ja, die haben das gemacht, die haben das gesagt, ach, alles ist zu beantworten. Dann, barakallahu fikum, sagt Allahin, die Gerechtigkeit, die in dieser Religion ist. Gerechtigkeit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, in dieser Religion ist gerecht. Der Islam macht nicht alle gleich und alle sind gleich. Ja, das ist nicht Philosophie. Wir sind alle gleich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir sind auch nicht alle gleich, weil Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist. Derjenige, der in der Nacht betet, religiös gesehen, derjenige, der in der Nacht betet und am Tag fastet und Wissen hat und Allah fürchtet, ist nicht wie derjenige, der in der Nacht wal'iyadu billah Zina begeht und am Tag Alkohol trinkt und wal'iyadu billah Unrecht tut. Die sind niemals gleich. Obwohl sie vor Allah subhanahu wa ta'ala gleich behandelt werden. Aber dieser wird Lohn bekommen und der andere nicht. Sondern der wird die Strafe bekommen. Deshalb, die Gerechtigkeit heißt nicht, wie manche denken, dass wir alles gleich machen. Nein. Die Gerechtigkeit heißt, dass wir vergleichen mit den Sachen, die gleich sind und unterscheiden mit den Themen, die gleich sind, vergleichen wir. Und die Themen,